Ja, wir wollen jetzt die geometrische Verteilung wiederholen. Das heißt, wir haben eine Zufallsgröße y, das soll die Anzahl der Versuche bis zum ersten Erfolg sein. Und dazu betrachten wir ein Experiment mit Erfolgswahrscheinlichkeit p. Ja, und jetzt machen wir die p weg und machen mal ein Sechstel. Das ist das, was Sie vorhin gesagt haben. Wir nehmen den Würfel als Basis. Und jetzt würfeln Sie. Jetzt würfeln Sie und ich suche die Anzahl der Versuche bis zum ersten Erfolg. Und jetzt sage ich mal Erfolg. Soll sein, eine 6 würfeln. Das kennen Sie aus dem Mensch, ärgere mich oder sowas. Erfolg soll sein, eine 6 würfeln. Daher haben wir Erfolgswahrscheinlichkeit P gleich ein Sechstel. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, wie Sie denn bei diesem, also wir würfeln, Erfolg ist die 6, wie ein Mensch ärgere mich, wissen Sie, kommen Sie ohne 6 nicht aus dem komischen Loch raus. Und wenn Sie immer nur 5 würfeln, sind Sie fast bei der 6, aber es bringt Ihnen nichts. Wer ist es besser, Sie würfeln erst 1, dann 6, als Sie würfeln laufen 5, obwohl Sie bei Laufen 5 von der Augenzahl wesentlich mehr gewürfelt haben. Also heißt Erfolg eine 6 Würfel. Und jetzt möchte ich wissen, wie sieht denn da die Wahrscheinlichkeitsverteilung aus? Also im ersten Zug können wir würfeln 6 quer oder 6. Also ich fange mal an. 6 oder 6 quer, dann wäre es vorbei. So, hier ist vorbei. Also ich habe die 6 gewürfelt, vorbei. Also das heißt, hier muss ich noch eine Wahrscheinlichkeit reinschreiben. Wie heißt hier die Wahrscheinlichkeit? Ein Sechstel. Ah, das haben Sie vorher gesagt. Wie ist hier die Wahrscheinlichkeit? Ein Sechstel. Und im nächsten Zug können wir dann wieder... Stopp. Hier ist vorbei. Was ist hier das Y? 1. Gut. So. Jetzt haben wir eine 6 quer gewürfelt. Egal ob 1 oder 5, das ist wurscht. Ja? So, wie geht es jetzt hier weiter? Wir können wieder eine 6 oder eine 6 quer würfeln. Und bei 6 ist dann wieder vorbei. So, also das heißt... Hier habe ich jetzt, also hier muss ich irgendwo mal das Y hinschreiben. Das Y gleich 1, das merken wir uns. Schreiben wir das mal nach hier hin. So, bei der 6 ist vorbei. Was ist hier das Y? Auch 1. Nein. 2. Warum? Also stimmt, weil wir zweimal gewürfelt haben. Natürlich, Sie haben erst eine nicht 6 gewürfelt, dann eine 6 gewürfelt. So, also das heißt, Sie sehen P von Y gleich 1 ist? Ein Sechstel. Gut, habe ich verstanden. P von Y gleich 2. 5/6 mal 1/6. Wenn Sie sagen, würde schon stimmen. So, jetzt haben wir immerhin, jetzt kommt das da. Wie geht das jetzt hier weiter? Wir können wieder eine 6 oder halt eine Nicht-6 würfeln. Und unsere Wahrscheinlichkeit ist dann 5/6 im Quadrat mal 1/6. Und was habe ich hier von y-Wert? y = 2. Wenn Sie das sagen, würde schon stimmen. So, jetzt geht es hier weiter. Wie geht es jetzt hier weiter? Man kann wieder eine 6 und wow. 1/6 würfeln. Ja, Sie lachen. Denken Sie, ich mache das mit meinen Neunern auch, ja. Wie gesagt, die lachen dann auch. So, also, und jetzt fängt aber die Mathematik erst an, ja. Das heißt, jetzt habe ich hier gleich 4 ist... 5/6 hoch 3 mal 1/6. So, und jetzt kommt die Abstraktion. Die Abstraktion ist, was ist denn jetzt P von Y gleich K? Also, das heißt, das schreibe ich jetzt hier. 5/6 hoch K minus 1 mal 1/6. Hoch K minus 1. Hat sie gesagt. Dass eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit dieser Wahrscheinlichkeit heißt geometrische Verteilung. Jetzt gucken wir uns mal an, da spielt ein ganz spezieller Baum mit, den hat mein Freund Dieckert, hat dem einen besonderen Namen gegeben. Wie heißt dieser Baum? Das ist eine Gräte. Ja, sieht aus wie eine Fischgräte. Das ist eine Gräte, der Baum. Ja, der hört immer bei einmal auf und dann geht er weiter. Ja. Also das ist eine Gräte, das ist so ein verkümmerter Baum, ja, der von der Binomialverteilung ist. Sie sehen hier riesige Dinger, ist alles weg, geht nur das hier. So, das heißt, wenn Sie das jetzt noch weiter verallgemeinern, also jetzt haben wir hier Erfolgswahrscheinlichkeit ein Sechstel. Jetzt machen wir Erfolgswahrscheinlichkeit P. Was ist die Wahrscheinlichkeit P von Y gleich K? Wenn wir jetzt nicht mehr Erfolgswahrscheinlichkeit 1 Sechstel haben, sondern Erfolgswahrscheinlichkeit P. 1 minus P hoch K minus 1 mal P. Jawohl, K minus 1 mal P. Und das hier ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und die heißt geometrische Verteilung. Mache ich mit Ihnen, wenn Sie bei mir in der 9 sind, mache ich mit Ihnen in Klasse 9. Ja, und da gibt es noch ganz, ganz tolle Sachen. Da würde ich jetzt aber an der Stelle, muss ich jetzt leider aufhören, weil ich habe noch 2 Minuten. Also das heißt,
Das heißt, an der Stelle werde ich damit die nächste Woche weitermachen. Ich werde Ihnen da ganz, ganz tolle Sachen zeigen, was die geometrische Verteilung kann. Dinge, die Sie schon kennen, aber in einem völlig anderen Licht sehen. Es ist total begeisternd. Und wir können jetzt mit unseren Taylor-Reihen den Erwartungswert der geometrischen Verteilung rechnen. Den werden wir, wie gesagt, aber das nächste Mal machen. Das heißt, dann möchte ich mich heute von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen eine schöne Woche. Genießen Sie das Wetter, ja, schauen Sie sich das an. Und wir sehen uns dann nächsten Dienstag wieder. Tut mir leid, wenn ich früher anfange. Hier auf dem Film